Name ist Meier Georg. Ich habe vor 15 Jahren das Hotel zur Post von meinen Eltern übernommen. In diesem Jahr sind wir auf dem Salzburger Umweltblatt ausgezeichnet worden für umweltorientiertes Handeln und für nachhaltige Umweltschutzmaßnahmen, die wir in den letzten Jahren im Betrieb umgesetzt haben. Das ist das Herzstück unserer Photovoltaikanlage. Wir haben 66 Quadratmeter Kollektorfläche am Dach. Die Anlage liefert uns pro Jahr ca. 10.000 bis 12.000 Kilowattstunden. Die Investitionskosten waren 24.000 Euro netto. Und es hat vom Salzburger Land eine Förderung gegeben, einen Einmalzuschuss in der Höhe von 5.500 Euro. Wir sind jetzt im Heizraum unserer thermischen Solaranlage. Die thermische Solaranlage besteht aus 40 Quadratmeter Kollektorfläche am Dach. Das bringt uns ca. 19.000 Kilowattstunden pro Jahr. Und das ist 1.900 Liter Heizöl, die wir uns da ersparen im Jahr. Der positive Nebeneffekt unserer Umweltschutzmaßnahmen ist ein Wettbewerbsvorteil. Ich möchte gerne in der Stadt Salzburg in meiner Branche eine gewisse Vorreiterrolle übernehmen. Und nebendrein ist die Kostenersparnis wirtschaftlich auf alle Fälle auch nicht zum Wegdenken.